Das Interessante an so einem Video, fang nochmal an. Cut, cut, cut. Das Interessante an so einem, jetzt hast du deinen Finger im Bild gehabt. Das Interessante, sag mal, das Interessante an so einem Video ist ja eigentlich, dass das, was man beim Drehen empfindet, überhaupt nichts mit dem Endresultat zu tun hat. Also ich denke zum Beispiel, wenn ich irgendwo runterspringe, dass das ziemlich affig aussieht. Und dann gehe ich hinterher runter und dann sieht es auch affig aus, aber das sieht immer gut aus. Verdammt gut. Ein Eisableger. Ich bin zufrieden. Das kostet zu viel Geld. Hält ja voll drauf, ja. Ja, genau, das müsste gehen. Nein, überhaupt nicht. Hast du Angst, dass du jetzt nachher so richtig eine Mütze kriegst von Lara? Nee, überhaupt nicht. Warum kannst du dich verteidigen? Weil ich so eine Naschen da vorne, damit sie nicht mehr stehen können. Bist du ein erfahrener Kampfsportler? Ich bin ein ganz erfahrener Kampfsportler. Ihr alle drei oder hat er eine bestimmte Ausbildung von euch im Kampfsport? Oder ja, also ich bin ein Meister des Bett-Kung-Fu, nach wie vor. Und ich habe auch vorher Kampfsport gemacht. Hast du noch? Ja, nicht leistungsmäßig, aber noch nicht so viel. Super. Und wie findet das so, mit einer virtuellen Figur zu kämpfen, die man noch nicht gar nicht sieht? Ja, eigentlich unfair, weil die kann man ja gar nicht verprügeln. Nee, was sind das? Das ist ein französisches Gerät, oder? Ach so, ja gut, aber auf jeden Fall mit den Trommeln. Ja. Das ist echt gar nicht so. Nur Deko, nur Deko. Ja, aber kommt halt dran. Gangstermäßig. Täglich zünde ich irgendwas an, ja. Und sprenge irgendwas in die Luft. Nee, also für meinen Geschmack könnte hier noch viel mehr brennen. Brennen ist gut. Und wie sieht es aus so mit also der ganzen Gewalt hier und den Schlägereien mit Frauen? Mit das prange ich total an. Prangst du an? Das prange ich total an. Nee, eine Frau hat mich noch nie geschlagen. Aber das ist ja das, was ich anprange. Jetzt zieh mir eine Knarre an die Schläfe, oder die kriegt. Wann ist für dich ein Mann eine richtige Sau? Eine richtige Sau? Außerhalb meines Körpers. Also jeder anders existierende männliche Person auf diesem Erdball ist für mich ein Schwein und eine Sau. Ich persönlich bin natürlich die absolute Ausnahme. Hab den Song auch nicht geschrieben und möchte mich von dem Text hiermit distanzieren.